Das erklärt einiges. Ja, willst du noch einpacken? Konnichiwa, Minasan! Ich bin's, der Tenchi, und heute gehe ich mal auf Reisen. Und zwar geht's jetzt nach Tokio, meine lieben Freunde. Der eine oder andere weiß es wahrscheinlich schon, die meinen Livestream verfolgen. Damit nerve ich meine Livestream-Zuschauer ja schon seit Monaten. Ja, ich bin gerade unterwegs zum Bahnhof. Ich dachte, ich laufe, weil ich jetzt noch ziemlich lange sitzen werde. Zum Beispiel, wir werden jetzt 17.40 Uhr fliegen wir los und 19.30 Uhr kommen wir an. Am nächsten Tag. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Und wie gesagt, auf zum Bahnhof und dann geht's los. Ich habe mir natürlich den heißesten Tag überhaupt ausgesucht, um jetzt zum Bahnhof zu latschen. Das ist so heiß. Also das ist eine sehr trockene Hitze. In Japan wird es wahrscheinlich ein bisschen anders. Übrigens, eine Woche fahre ich. Ist nicht besonders lang. Und ich glaube, jetzt habe ich grün. Jetzt darf ich gleich rübergehen. So Leute, wir haben unsere Bordkarten und jetzt geht's erstmal nach Istanbul, nicht wahr Marcel? Jawohl. Und von dort, da müssen wir leider erstmal 4 Stunden warten und dann geht's endlich weiter bis nach Tokio. 12 Stunden Flug, jetzt haben wir erstmal 3 Stunden Flug vor uns, 4 Stunden warten und dann nochmal 12 Stunden. Ja, und dann sind wir da.
Was ist denn lecker am Essen? Pasta. Pasta. Pasta mit leckerem Wasser. Joghurt. Leckerem Joghurt. Und einen leckeren Salat. Und so sieht das Ganze dann aus. Und ein Brötchen. Und nein, ich habe keinen Tomatensaft, ich habe Kirschsaft. So, alles wegschnabuliert. Wir haben uns auch gleich Kaffee geben lassen. Und jetzt habe ich entdeckt, dass man hier Spiele spielen kann. Und zwar Billard. Und man kann hier andere Sitze einladen. Ich lade ihn nochmal ein, oder? Und ich werde jetzt einfach Marcel einladen und dann spielen wir Multiplayer einfach mit den Leuten. Ich drücke nochmal auf Invite, mal gucken, ob es funktioniert. Leider geht das nicht, wir können nicht zusammen spielen, weil irgendwie die Server nicht erreichbar sind. Das heißt, ich spiele erstmal alleine. Vielleicht kommen wir ja nachher, wenn wir nach Tokio fliegen. Da gibt es vielleicht auch wieder coole Spiele. Wir müssen dazu sagen, wir fliegen das erste Mal sowas. Ja, so ein bisschen größer und weitere Strecke. Wir kennen sowas gar nicht, so Entertainment, Entertainment. Ich spiele es alleine. So, wir sind in Istanbul angekommen. Dieser Flughafen ist schon ein bisschen größer. Die haben 712 Gates anstatt von 24 oder so. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo unser Gate jetzt ist, denn das steht noch nämlich gar nicht dran. Weil wann kommt der Flug? Um 1 irgendwann? Heißt, wir müssen noch ein bisschen laufen, ein bisschen gucken, ein bisschen was essen vielleicht. Ob wir essen? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall müssen wir ein bisschen gucken. Ne? Und dann geht's auf nach Tokio. Yeah! Okay, hier ist es viel größer als in Leipzig. Okay, da kommst du raus, Toni, aber hier ist alles. Hier kommst du raus. Hier sind aber ein bisschen schön, oder? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ziemlich groß in der Mitte. Wir haben jetzt ewig irgendwie versucht, irgendwo ein Wi-Fi zu finden, damit wir ins Internet können. Und Alter, dieser Flughafen ist so riesig. Wir haben es jetzt geschafft, irgendwie bei Starbucks uns für 2 Stunden irgendwie kostenlos irgendwie einzulocken. Wird natürlich nicht reichen, weil wir ja 4 Stunden rumsitzen, aber hier ist so viel los. Also während die Zeit wird bestimmt gut rumgehen. Das glaube ich. Das ist ein riesiges Geschäft hier. Riesiges Duty Free. Wir haben eine riesige Einkaufsmeile hier in diesen Istanbul-Dings. So krass. Also mit Ofen im Dresden-Kamera.
Möchtest du einen Lolli? Was zur Hölle? Wir sind im Flugzeug, wie geil! Und wir haben kostenlose Decke. Und Kopfhörer, aber ich nehme eh meine eigenen. Boah, das sind aber so kleine, das sind aber gar keine Kopfstecker. Das sind jetzt so, ja, richtig so richtig zum Draufstecken, so auf dem Kopf. Nice, wir sind endlich drin. Ey, seht ihr, habt ihr jetzt riesen Schiff gesehen? Dieser riesige Flieger, wie geil, Alter. Okay, man sieht jetzt leider nicht mehr viel vom Boden. Im Gegensatz zum vorhin, dieser riesige Flügel. So, das ist jetzt unser Reich für die nächsten 12 Stunden. Das wird witzig. Ja, ist eigentlich genauso eng wie vorhin auch. Und das wird, ja, hier ist alles ein bisschen neuer. Hier kommen die Kopfhörer dran. Oh geil, da kannst du sogar einen reinstecken bloß. Ja, die Sinus-Adapter gekauft, den braucht man gar nicht. Ist das denn hier USB? USB. Ja, nice. Zeig mal. Das sind also die Kopfhörer. Okay. Da gehen doch eigentlich so die Weichen. Okay, ja, keine Ahnung. Ich nehme meine eigenen. Schau mir jetzt Rock One an. Und danach schlafe ich ein bisschen. Michael. So. Wir sind jetzt ungefähr 1300 Kilometer geflogen. Wir haben also noch einiges vor uns. Noch sehr viel. Und jetzt gab es wieder Essen. Ja. Langsam geht draußen die Sonne wieder auf. Ich habe nur 30 Minuten oder so geschlafen. Aber jetzt gibt es wieder leckeres Essen. Und sieht größer aus. Sieht größer aus, die Scheine. Ja, hier gibt es nämlich lecker Curry. Also, so ist Chicken. Ich denke mal Curry. Sieht doch gut aus. Falls ihr euch fragt, ob das hier so ein bisschen eng aussieht. Es sieht nicht nur so aus, es ist eng. Sehr eng. Sehr eng. Wir sind jetzt ungefähr über 10 Stunden geflogen, haben jetzt noch die letzten 1,5 Stunden ungefähr vor uns, ja, grob geschätzt haben wir 2 Stunden. Und jetzt geht's wieder essen. Ja, also die meiste Zeit von dem Flug war einfach nur dunkel hier drin, weil wir ohne Fenster geflogen sind. Man sieht auch nicht wirklich viel. Naja, und jetzt wollte ich euch einfach mal so ein bisschen unser Essen zeigen hier. Diesmal haben wir ein bisschen Beef. Ja, Beef. So, hier ganz leckere Sachen. Marcel isst kein Schoko, kann ich ein Schoko essen? Ja, da ist es trotzdem.
Ja, und dann sind wir in 2 Stunden schon in Tokio. Die Nudeln sind alle, deswegen müssen wir das jetzt nehmen. Aber hey, mir egal, ich esse es trotzdem. Aber es ist so eng, Leute. Ich will hier raus, ich will raus, helft mir. Wir sind endlich gelandet nach 12 Stunden Flug und ich bin so froh, dass wir das endlich geschafft haben, dass wir das hinter uns haben. Jetzt müssen wir noch schnell hier Passwort und so vorzeigen. Hoffentlich lassen wir uns rein, nicht, dass wir uns nicht reinlassen, dann können wir gleich wieder zurückfliegen. Was hast du Bock drauf? Ich nehme mich nicht. Bin echt froh, dass ich aus diesem Flieger draußen bin, weil das war echt nervenaufreibend. Das kann ich euch sagen. Also wir sind jetzt quasi emigriert worden in das Land, ja? Fingerabdrücke, Foto genommen, alles gescheckt und jetzt holen wir unsere Koffer. Die werden eventuell auch noch gescheckt, kommt drauf an. Ich hoffe, dass die Koffer da sind, ey. Wenn die nicht da sind, oh, es ist meiner. Ich hab meinen, Marcel. Also ich gehe schon mal zum Hotel. Marcel, du kommst danach, ne? Ciao. Wir haben Glück. Sehr nice. Jetzt wissen wir, eigentlich wären wir abgeholt von so einem Shuttle-Bus. Wir würden aber vorher gerne Geld wechseln. Aber es geht, glaube ich, erst danach. Ich konnte leider nicht filmen, wie ich jetzt das Geld so wechseln wollte. Ich dachte, das ist einfacher. Gibt es 1000 Euro hin, da guckst du es an und rechnest um. Nee, erstmal das ausfüllen, Hotelname mit angeben, was zur Hölle. So. Wir haben es geschafft, wir haben unseren Koffer, wir sind endlich gelandet. Wir haben nochmal Geld umgetauscht. Ich wollte es filmen, aber es wurde ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Deswegen habe ich es dann vergessen und jetzt wurden wir abgeholt. Wir haben ja einen Bring-Service quasi zum Hotel. Und jetzt warten wir quasi noch auf 2 andere Gäste, die dann quasi noch mitfahren werden. Ne? Das ist noch mit 16 Minuten, hocken wir jetzt hier rum und stehen schon am Hotel. Aber es ist schon, die ersten Eindrücke sind schon anders. Also die Sachen, die man so kennt, dass die auch wirklich existieren. Dass man welche an Baustellen, an jeder Baustelle wirklich jemand sitzt und irgendwie so winkt. Das fand ich so geil. Oder ich habe so ein Schild gesehen, mitten auf der Straße, wo jemand so eine Verbeugung gemacht auf dem Schild. Ich weiß nicht genau, für was das steht, aber geil, Mann. Ja, jetzt sitzen wir halt hier, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber wir haben es bald hinter uns. Wir sind jetzt wirklich seit 14 Uhr in Deutschland sind wir losgefahren. Oder habe ich losgemacht so. Und jetzt haben wir es ja fast um 9. Ja, wenn wir im Hotel sind, ist es wahrscheinlich schon um 10 oder so. Das ist eine lange Reise. Aber es hat sich bestimmt gelohnt. Ich bin ziemlich fertig, nicht nur ein bisschen. Und wir schauen uns das dann einfach mal an, wie es im Hotel weitergeht.
So, wir haben es geschafft, wir sind im Hotel. Wir haben eingecheckt und jetzt suchen wir uns den ersten Raum, denn wir mussten leider anders buchen. Und zwar haben wir dann quasi dann zwei Räume. Nach zwei Tagen müssen wir quasi das Zimmer dann wechseln. Aber mal gucken. Rechtzeitig drücken. Ja, hier. Ach, schieben. Ah, okay. Licht funktioniert super, falls es überhaupt Licht war. Keine Ahnung, was ich da gerade angeschaut habe. Okay, unser super Raum. Willst du wandern? Unser super Raum, wo irgendwie kein Licht angeht. Alter, wie macht man denn in Japan Licht an? Hä, ich hab doch hier auf den Knopf gedrückt. Hier gibt es auch nochmal einen Knopf. Oh, ich weiß nicht, was das war. Hier geht kein Licht an. Guck mal, auf den der leuchtet. Kann man da drauf drücken? Nee. Oben drüber ist halt so ein rotes Ding, da will ich irgendwie nicht drauf drücken. Ja. Was zur Hölle? Da habe ich auch schon gedrückt. Hier ist anscheinend irgendwie. Ihr seht nichts, wir sehen ein bisschen was. Alter, das ist ein übelst großer Raum. Wenn ihr das sehen könntet, hier ist ja auch nochmal die Klimaanlage. Hä? Voll das Ehebett. Hier muss doch Licht angehen, wenn man hier auf diese Knöpfe drückt. Ich muss auch mein Handy rausholen. Das ist ja eine geile Roomtour. Eine richtig hast du geile. So, hier National Inn steht da. Was ist das Inn drücken? Das ist rot. Ich drücke ungern auf. This door is locked automatically. Ah, Lightning Switch. Please put the key tag in an upper holder. Was? Ich verstehe nur Japanisch. Lightning Switch steht da. Oh, warte mal, da sind ja die Key. Da ist ja noch so ein. Die Zeichen. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich will das innen nicht anklicken da oben. Wer weiß, was das ist? Das ist rot. Weil ich habe das Gefühl, wir leben in einer anderen Welt. Was ist hier los? Na, die glaube ich, glaub ich nicht. Hä? Ich gebe noch meine Dings zu. Drück, drück, du. Willst du da aufdrücken? Ach, du musst ja den Schlüssel reinstecken, oder? Ach, der muss da rein. Scheiße! Jetzt sind wir. Die Sprache hat den. Okay. Der hat meine Sprache nicht erkannt. Wo habe ich den Schlüssel jetzt hier reingeschmissen? Was steckt der Schlüssel rein? In. Ja, ist schwierig zu halten und so, aber ich. Ah! Oh! Oh fuck! Also ich komme mir gerade vor wie der letzte Höhlenmensch, ey. Andere Leute, die regelmäßig ins Hotel gehen, die kennen das wahrscheinlich. So Leute, fette krasse Roomtour. Also kommst du ja so rein, aber ja, hast du viel Platz, ne? Hast du ja einen fetten Spiegel. Alter, ich bin so fertig. Marcel fällt erstmal auf die Fresse. Und hier haben wir unser schönes Ehebett für die nächsten zwei Tage. Scheiße. Der nächste Raum, also ihr müsst das so sehen, es waren nicht mehr genug Räume frei. Was denn du, ey? Es waren nicht genug Räume frei. Dementsprechend haben wir erstmal zwei Tage den Raum und die restlichen Tage haben wir dann einen anderen Raum. Schlafanzüge haben wir auch, nice. So, das ist der ganze Raum. Warte, das Bad natürlich noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, ein schönes japanisches Bad. Oh, das bin ich. Oh, natürlich haben wir eine japanische Toilette. Was sonst? Geht ja auch. Aber das ist, die geht ja gar nicht automatisch auf. Was? Ja, an sich noch eine schöne Dusche. Ja, kleines Bad halt, so wie man es halt gewohnt ist in Japan. Außer man hat da offen Geld. Aber wir haben scheinbar eine geile Aussicht. Da muss ich mal kurz gucken. Die Aussicht sieht doch ganz witzig aus hier. Was ist das denn? Was ist denn das da für ein riesiger Stab?
Alter, wie geil die Außenwand aussieht mit den ganzen Lüftungsdingern da dran. Oder was das für Dinger sind. Die Dächer sehen auch nice aus. Hotel Asia, okay. Ja, haben wir einen super Ausblick. Einen super Ausblick. Das ist unser Hotelroom. Hotelroom. Nice. So, jetzt schauen wir uns eventuell nochmal die Gegend an. Noch ein bisschen um die Ecke laufen und so. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ich bin leer. Ich bin satt. Leute, ich habe alles mögliche versucht, das noch letztes noch wegzukratzen, weil das echt lecker war. Leute, ich bin schon begeistert. Ich weiß nicht, was Zelt dazu sagt. Er ist auch davon ein bisschen begeistert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so oft normales Essen esse. Aber ganz ehrlich, das war so lecker. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich einfach auf morgen, ey. Da wird überall gefressen, wo man fressen kann. So, ich bin wieder im Hotel und da gab es gleich wieder ein neues Problem. Und zwar haben wir uns so einen geilen Verteiler gekauft, ne? Also so einen Adapter. Und witzigerweise haben die aber drei Stecker. Die haben jetzt hier noch diesen extra Pin, der, glaube ich, für irgendwie Stromspannungsschutz sorgt oder irgend so Müll. Ja? Problem ist nur, dass diese japanischen Steckdosen das hier nicht haben. So, das... Wir haben jetzt irgendwie versucht, das eine so zu biegen, dass es irgendwie funktioniert. Und es funktioniert. Zum Glück. So. Ich wollte jetzt mal die Chance nutzen, jetzt wo ich jetzt hier im Hotel sitze und wir jetzt endlich wieder da sind, einfach mal alles Revue passieren zu lassen, so ein bisschen. So, Marcel ist gerade duschen. Er wird wahrscheinlich gleich nackig herauskommen, aber das seht ihr ja zum Glück nicht. Also, die ganze Sache war schon irgendwie schon ganz schön krass. Also erstmal die Reise an sich. Wie gesagt, ich bin 14 Uhr losgemacht. Ich bin auch total fertig. 14 Uhr losgemacht und dann waren wir 22 Uhr hier im Hotel. Klingt jetzt gar nicht lang. Wenn man mal bedenkt, dass es am Folgetag am 22 Uhr war, dann ist das schon krass. Im Flugzeug konnte ich nicht wirklich schlafen. Auf der Autofahrt, also wir sind ja dann vom Flughafen nochmal hergefahren, irgendwie eine Stunde oder so, konnte ich auch nicht wirklich schlafen. Und dann die letzten paar Meter sozusagen, da fuhr man dann in die Stadt rein. Das war so geil, weißt du, so da, boah, das ist so, es ist wirklich geil, Leute. Also, gerade wenn man so Anime-Fan ist oder so, es ist echt genial. Das Witzige ist, wir waren jetzt einmal rumlaufen, haben uns ja was zu essen geholt. Und dann wollten wir noch ein bisschen in die Seitenstraßen gehen, weil da war so eine geile Seitenstraße. Da ist dann gleich so eine Pachinko-Halle oder so eine, nicht Arcade-Halle, sondern wirklich so ein Glücksspiel mit so einem Automaten. Und Haufen andere Sachen so, da wollte ich jetzt nochmal hin. Und dann haben wir gemerkt, dass direkt gegenüber von unserem Hotel sozusagen, vielleicht könnte ich sogar eins sehen, wenn ich hier rausgucke, sind so eine schöne Gassen, es sind wirklich schön aus, wo ein Love Hotel nach dem anderen steht. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, sucht einfach mal Love Hotel Japan oder so, dann werdet ihr das bestimmt rausfinden, was das ist. Und da steht eins nach dem anderen und das sieht schön aus. Es ist nicht so, dass das irgendwie so eine Kapuffs sind oder so. Ja, irgendwo hinter irgendwie einer Ecke, versteckten Ecke, dann irgendwie so ein Kapuff. Nein, das sieht echt schön aus. Sie haben das echt schöne Hotels da gemacht. Und das erklärt auch, warum da einige Japaner mit ihren Freundinnen da so reingelaufen sind in diesen Gassen. Aber es ist echt umwerfend. Also du siehst dann so kleinere Gassen. Und dann sieht es einfach wunderschön aus dort. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist unbeschreiblich schön. Unbeschreiblich schön. Und ja, aber ansonsten, ja, wir haben auch irgendwelche skurrilen Läden gesehen. Da steht ab 18 drauf irgendwas mit ja, 90.000 Yen, 60 Minuten. Was das sein könnte, weiß ich nicht. Könnt ihr euch ja mal vielleicht denken. Einfach diese Gegensätze, was auch krass ist. Wir haben auch hier uns mal schon hier für 100 Yen. Was aus den Automaten gezogen. Ja, die stehen überall an der Ecke, diese Automaten. Ich glaube, das ist ein Energy Drink. Ach, wenn ich ihn jetzt trinke, scheiße, der ist so schön kühl. Wenn ich ihn jetzt trinke, kann ich vielleicht nicht mehr schlafen. Vielleicht soll ich ihn doch eher morgen machen. Aber ja, das ist halt so eine Art Dose. Das ist eine Dose tatsächlich. Und ja, das auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht. Man wird überworfen, also man wird ein bisschen überwältigt. Auch die Gegensätze an sich. Wir haben hier zum Beispiel ein Fernsehprogramm. Und da gibt es das normale Fernsehprogramm und dann gibt es das VOD. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann liegt dann hier so ein Broschüre rum.
Adult. 18 plus. Und dann machst du das auf und dann siehst du da Haufen nackige Weiber drin. Entschuldigung, Frauen. Das ist unglaublich. Weil ich weiß echt nicht, wie man das hier... Ach, so krass, oder? Es ist halt wirklich alles so, wie man sich's vorgestellt hat. Na, vielleicht habe ich auch zu geringe Erwartungen, keine Ahnung, aber es erfüllt sich doch alles. Es erfüllt sich alles, wirklich alles. Von... Ich hab heute allein zwei Sachen von meiner imaginären Liste abgehakt. Einmal Curryreis essen, ne? Also so ein typisches japanisches Curryreis essen habe ich jetzt gemacht. Und direkt danach so einmal in, wie in so einem Anime einfach durch die Gegend laufen und zufällig, ja, und zufällig in so einer Straße landen, wo ein Haufen Love-Hotels sind. Okay, jetzt ist das Licht weniger geworden, aber ja. Und das hab ich jetzt schon erledigt. Ich muss echt sagen, es war echt krass. Ich weiß nicht, wie Marcel die Flugfahrt und so gemacht hast. Wie hast du sie erlebt, die Flug? Anstrengend. Anstrengend hat er es erlebt. Ja. Aber ja, es war wirklich anstrengend. Das Witzige ist jetzt, wenn man hier rausguckt, seht ihr das? Wie hell es da draußen ist. Da oben ist ein... Alter, das ist so hell, wie Tageslicht da oben. Da müssen wir erst das Ding runterziehen wahrscheinlich noch. Ja. Puh, aber das war quasi der erste Tag so. Seit 14 Uhr unterwegs, jetzt 23 Uhr oder was das jetzt ist. Keine Ahnung, keine Uhr. Ach, hier ist ja eine Uhr. Ja, 23.30 Uhr ins Bett gehen. Der Wecker klingelt um 6, wir wollen so wenig wie möglich verpassen. 6.30 Uhr, nice. Und dann, wir wollen halt so wenig wie möglich verpassen und deswegen gehen wir dann gleich schlafen und... Genau, um 7 gibt es dann noch Frühstück. Werde ich natürlich euch mitnehmen. Ja, das war der erste Tag und meine Speicherkarte ist jetzt schon voll. Es wird geil. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.